Monaco Franzi ist eine Figur, die in München so für das Lebensgefühl steht. Wir haben jetzt einen Gast, Sebastian Kubot. Schön, dass du da bist. Gerne, hallo. Du kennst den Monaco wahrscheinlich auch in- und auswendig, oder? Auswendig nicht, aber ich habe es schon sehr oft gesehen und ich sammle fleißig Hintergrundinformationen und Geschichten zur Serie. Du hast ihn sogar auf deinem T-Shirt heute. Sehr schön. Es hat natürlich einen Grund, dass du diese Geschichten sammelst. Du gibst in München ganz besondere Stadtführungen, Drehortführungen. Genau. Was bekommt man denn da zu sehen? Wie der Name schon sagt, die Drehorte in erster Linie von der Serie und ich erzähle dann Geschichten dazu. Also was es da für Begebenheiten noch gab bei den Dreharbeiten und entführe die Leute in die abgelegenen Münchner Gassen, wo aber das Ganze... Jetzt nicht nur von Monaco Franzi, oder? Sondern die Münchner Serien oder die bayerischen Serien. Meistens ist aber Monaco Franzi gefragt. Pumuckl wird auch gern genommen, die Hausmeisterin, Polizeiinspektion 1. Also die Klassiker auch in erster Linie, wo der Nostalgie-Effekt auch ein bisschen da ist. Dann ziehst du mit den Leuten durch München. Genau. Und zeigst ihnen, was es da alles so gibt. Wie bist du denn darauf gekommen, solche Führungen zu geben? Ja, ich bin ja eigentlich aus Franken, bin mit den bayerischen Serien auch aufgewachsen und habe dann, wo ich so 16 war, dann die Pumuckl-Serie wieder für mich entdeckt und habe dann überlegt, wo ist denn diese schöne Werkstatt? Gibt es die überhaupt oder ist das Kulisse? Und damals gab es die Informationen ja noch nicht im Internet. Und dann habe ich mal ein bisschen recherchiert und gesucht und so bin ich dann langsam reingewachsen. Darf man das jetzt verraten, ohne mit bei der Führung dabei zu sein, wo die ist? Ja, natürlich, wo die war. Die ist leider abgerissen worden, schon 1985, direkt nach den Dreharbeiten. Und die stand dort, wo die Bayerische Versicherungskammer steht, also gegenüber vom Bayerischen Landtag, im Hinterhof. Und mehr Infos kann man quasi auf deiner Führung mehr solche Geschichten sehen. Gibt's auch viel dazu zu erzählen. Du hast also einen ganz besonderen Bezug dadurch zu München. Was ist denn dein persönlicher Lieblingsort? München hat viele schöne Orte, aber Haidhausen finde ich sehr schön und dort vor allem so die Ecke Wiener Platz bis Preisingstraße, Milchstraße, weil da halt das urige München noch erhalten ist. Da sind viele schöne kleine Häuser, viele kleine Gassen und das ist auch schön herausgeputzt mittlerweile, aber das alte München ist da immer noch sehr spürbar und es hat so einen dörflichen Flair und das macht sehr viel aus, vor allem weil da auch viele schöne Serien dort gedreht worden sind. Deine Führungen kann man buchen auf drehorte-münchen.de. Ich habe gelesen, es ist auch manchmal gar nicht so einfach, einen Termin zu bekommen, weil die so ausgebucht sind. Was denkst du denn, warum brennen alle Münchner oder alle Menschen drauf, solche Führungen mitzumachen? Ja, es sind ja meistens Münchner, die die Führung machen, witzigerweise. Und die brennen drauf, weil das halt ihre Serien sind, ihre Stadt ist es. Und die wollen mehr dazu erfahren, vor allem, weil eben dieser Nostalgie-Effekt da ist. Ich bringe so ein bisschen die Märchenwelt in die Realität und das ist schon was ganz Besonderes, wenn die Leute wirklich Gänsehautfeeling haben. Vor allem, weil das Plätze sind, wo die oft fast täglich dran vorbeigehen und die wissen es oftmals nicht. Also da gibt es eine schöne Geschichte, da habe ich mal bei einer Monaco-Franzi-Führung gezeigt, wo das Antiquitätengeschäft aus der Serie ist. Yeah. Und da waren ein paar Fans dabei und einer ist ganz blass geworden. Und der hat mir dann gesagt, also Monaco-Franzi ist seit 20 Jahren seine Lieblingsserie, das hat er sich schon unendlich oft angeguckt. Und er hat 5 Jahre lang genau gegenüber von dem Antiquitätengeschäft gewohnt und er war fix und fertig, als er das dann erfahren hat. Sehr schön. Ich muss unbedingt auch noch so eine Führung machen. Neben diesen Drehortführungen hast du noch ganz viele andere Projekte, zum Beispiel ein Handschriftenarchiv. Mhm. Was hat es denn damit auf sich? Ja, ich sammle alte handgeschriebene Tagebücher und Briefe, archiviere die, werte die aus, soweit es die Zeit dann auch zulässt und stelle die Inhalte dann auch der Öffentlichkeit zur Verfügung, wenn da Interesse besteht. Das sind hauptsächlich persönliche Briefe und Tagebücher. Warum sind genau die so interessant? Also die offiziellen Akten, die findet man in jedem Geschichtsbuch, aber das Persönliche ist ja das Spannende an der Geschichte. Also die Geschichte kann man auch nur richtig verstehen, wenn man versteht, wie der kleine Mann gedacht hat. Und das ist wirklich interessant und eine richtige Zeitreise jedes Mal. Wie kommst du an diese Briefe und an diese persönlichen Dokumente? Also eBay ist da natürlich eine gute Quelle und verschiedene Sammlungen werden immer mal wieder aufgelöst und oft sind es wirklich Nachlässe aus den Privathaushalten, wo die Nachkommen kein Interesse dran haben. Und ich kriege oft mit, dass die Sachen wirklich vom Papiermüll rausgeholt worden sind und die haben es mir dann gegeben und das sind dann total spannende Sachen, wo jedes Archiv und jedes Museum sich eigentlich dran erfreuen würde. Und du durchstöberst dann alles, archivierst es, tippst es ab.
Genau. Wie kann ich das dann nutzen oder kann ich das überhaupt nutzen? Also ich habe eine Webseite dazu, wo ich die spannendsten Zitate dann auch veröffentliche und auch Listen habe mit Namen und Themengebieten, wo man dann sich an mich wenden kann, wenn man Interesse dran hat. Und das Tolle ist halt, das passt auch ganz gut zu meinen Drehortführungen, weil ich halt dann auch Briefe von Schauspielern zum Beispiel finde. Also von Gustl Beyerhammer habe ich Briefe oder Karl Valentin, Liesel Karlstadt. Und das Tolle an dem Material ist halt, dass es Unikate sind. Also wie gesagt, wenn es weggeschmissen ist, ist es weg. Und wenn das vorher noch nicht ausgewertet wurde, bin ich der Einzige, der diese Informationen hat. Und das sind oftmals biografisch sehr relevante Inhalte. Sehr spannend. Vielen Dank, viel Erfolg weiterhin und schön, dass du da warst. Gerne. Bis bald. Danke, tschüss.